Thank you.
Hello, mate. Hello. Can you hear me? Yes, I can. Guten Abend. Yeah, guten Abend. So, you are. Okay, I am the presenter right now. Yeah. Okay. So, good evening, everybody. Guten Abend, Leute. We are going to talk about a very famous, well-known structure, which is which was built in accordance to certain astronomical phenomena, and this is the Taj Mahal in India. Also, wir sehen also hier das Taj Mahal in Indien, welches auch eine archäoastronomische Architektur haben soll, und May wird das hier heute Abend erklären. So first we're going to go through the history of the structure in order to understand its significance. We have the German presentation so people can read it. Okay, so fine. So you will not the translation. So Taj Mahal is an immense mausoleum built by a Mughal emperor in the 17th century called Shah Jahan to his favorite wife and beloved wife, Mumtaz Mahal. Now, it's, as I said, a huge, immense mausoleum, very famous mausoleum built of white marble in a place called Agra in India. And I will translate a little bit, yes? Okay, okay. Also, wie Sie alle wissen, ist das Taj Mahal eine Geschichte gewesen, wo ein Pascha also hier ein gewaltiges Mausoleum aus weißem Marmor gebaut hat für seine Geliebte. It was actually chosen as a UNESCO World Heritage Site since it's the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the World Heritage. Das ist eines der größten Gebäude und es ist Weltkulturerbe geworden, weil es ein Juwel dieser islamischen Kunst in Indien ist und ist unglaublich bewundert. However, this is not the end of the story. There is a very prominent feature in the mausoleum, and this is the garden of the mausoleum. Das ist noch nicht alles, sondern da gibt es diese vier Gärten von dem Mausoleum, und da möchte ich was drüber erzählen. Okay. Now, the garden is academically thought to be a representation of sacred geography, or specifically the paradise of afterlife. Vier Elemente, vier Jahreszeiten und die vier Phasen der Schöpfung soll das alles widerspiegeln. Das ist also hier der Garten Eden, der da symbolisiert wird. Okay? So, the garden is known as the Charbagh, which is a Persian word, and the garden is basically Persian inspired, and it translates to the four gardens. Also das Ganze ist persisch beeinflusst und auch im persischen Stil gemacht worden, und das der persische Stil beeinflusst diese Darstellung. So it's a huge rectangular garden in front of the mausoleum, divided into four sections. Also da ist dieser riesige, große, viergeteilte Garten, also vier Sektionen sozusagen, okay? Now, what's important over here is the significance of number four. So, this four-pole division is believed to be of Zoroastrian origin, representing the four seasons, the four elements, and the four periods of creation. Das ist ganz wichtig, diese Vierteilung ist einmal diese Gliederung des Kosmos in vier Teile, die vier Jahreszeiten und die vier Elemente, die Phasen der Schöpfung widerspiegeln sollen. Okay, now, what further enhances this, this cosmological signification is the element of water. At the intersection of these four rivers is a big central water pool, which is thought to represent the cosmic ocean. Das ist der, und diese vier Kanäle, die Flüsse darstellen, treffen in der Mitte auf einen kosmischen Pool, die also diesen kosmischen Ozean darstellen. Also thought to represent the lake fount of Al-Kawthar,
which is believed to be the pond from where the resurrected souls drink from on the day of the judgment. Das ist also auch der Ozean, aus dem die wieder auferstandenen oder im Paradiese wieder lebendig werdenden dann davon trinken. So this is a layout of the Taj Mahal. The central square on the north is the mausoleum, the famous white marble mausoleum. On the east, this is actually an assembly hall. So there is a small rectangle to the east and another rectangular shape on the west, which is a mosque. Now, below, you will see a garden. This is actually the structure of the garden, and you can clearly see that it is subdivided into four sections by the four canals, yeah, pointing to the four cardinal points. Hier sieht man diesen großen Garten, der also hier viergeteilt ist, zu diesem zentralen Punkt, okay? And at the center, you can see the pool, which ja, represents the cosmic ocean. This is the cosmic ocean. Ja, also hier ist dieser kosmische Ozean divided oder geteilt durch die vier Flüsse. So it is clearly, therefore, that Taj Mahal was not merely built as a mausoleum for a beloved wife or a magnificent structure for a beloved wife, but it was deliberately constructed as an earthly symbol of the paradise that awaits Mumtaz Mahal after the Day of Judgment. Ja, wir können das lesen. Also Taj Mahal war nicht nur ein prächtiges Grabmal für seine geliebte Frau, sondern es wurde auch als irdisches Symbol fürs Paradies gebaut und nach dem Tag des jüngsten Gerichtes hat es auch eine Funktion. Okay? It is also evident that the architectural planning of the whole architectural planning of the whole complex was based on astronomical phenomena, specifically the sunrises and sunsets of the equinoxes, summer and winter solstices. Also diese Architektur dieses gesamten Komplexes wurde genauso, wie wir das heute hier mit unseren Sonnenheiligtümern machen, auf Grundlage astronomischer Ereignisse geplant, nämlich den Sonnenaufgang und die Sonnenuntergänge zu den Tag- und Nachtgleichen an den Sommersonnenwenden. Okay, so this is a representation of the moment the sun rises on the June solstice, the summer solstice. And what is significant here is the line drawn by the shadow. Also hier sieht man also hier diese Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und bei der Sommersonnenwende. Und wichtig sind also hier, wo sie als nächstes darauf eingehen wird, diese Schattenlinien. Okay, mate? So you can see that the shadow cast connects significant parts of the whole structure. So sieht man das also hier, diese ganzen Linien, also alle signifikanten Strukturen dieser Anlage dort also berühren. So the sun shining on the mausoleum actually intersects with the beginning of the garden. So it actually points to the beginning of the garden or the corner at which the garden starts. So sieht man also, wie diese Linien also mal das Mausoleum und mal den Garten da berühren. Ganz exakt. And any shadow cast beginning from the corner of any square draws an exact precise diagonal line that joins the two corners of every square together. Und man sieht ganz deutlich also, wie jeder Schatten immer genau zu einer einem zentralen oder Cornerpunkt hier ausgerechnet wurde, sodass es immer ganz exakt die geometrischen Formen trifft. So this is actually the sunset of the summer solstice and you can see the exact lines drawn but in reverse. Ah, und hier sieht man also den Sonnenuntergang der Sonnenwende und sieht man also, wie es das Ende hier dieses Flusses dort trifft.
And this is the winter solstice sunrise, which is again a reflection, a, you can say, a horizontal reflection of the exact shadows, but being drawn from down to up. It's like just the opposite direction. Ja, das ist natürlich genau die Opposition des Sonnenaufgangs zur Wintersonnenwende, sodass man also wieder die gleichen engen Winkel hat. Finally, this is the winter solstice sunset, and you can clearly see the link of this structure to these astronomical phenomena. Ja, und hier sieht man den Sonnenuntergang, Wintersonnenwende, wo man wieder die exakte Ausrichtung dieses Architekturmonuments des Taj Mahal erkennen kann. Clearly, this building was built in order to represent an earthly paradise for the beloved wife, and at the same time to connect this mausoleum to the realm of the heavens. Ja, das ist also hier nicht nur ein reines Mausoleum gewesen, sondern es hat auch die Verbindung zum Himmel bekommen, und damit war es auch für die geliebte Frau die Möglichkeit, ins Paradies zu kommen. If anybody is interested in reading more or understanding more about this phenomena or the connection of Taj Mahal to astronomical phenomena, these are the resources where you can read more about the topic. Thank you very much. Thank you very much. People has to understand what Quellenangabe is. This is a German word, you know. Neuen Phänomenen. Also seit Beginn der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts, da lassen sich immer mehr drei Phänomene beobachten, die auch mit kosmischen Ereignissen irgendwie verbunden sind. Das erste wären Sonnenwendfeiern an Orten, die prähistorische Kultplätze mit astronomischer Ausrichtung gewesen sein könnten. Das ist nun grundsätzlich kein ganz neues Phänomen. Also Sonnenwenden wurden eigentlich in vielen Kulturen immer wieder gefeiert, aber neu ist dieses stark gestiegene Interesse an derartigen Veranstaltungen und auch die Loslösung von einer gewachsenen Tradition, also dass man wieder neu anfängt, sich mit diesem Ding zu beschäftigen und dass man sich auch auf eine Vergangenheit beruft, die nicht unbedingt so gesichert ist. Also wir haben hier Stonehenge, das Foto habe ich letztes Jahr gemacht, da war ich aber erst kurz nach der Sonnenwende dort. In Stonehenge, da haben sich am 21. Juni 2015 23.000 Menschen versammelt. Im Jahr davor waren es sogar 36.000 Menschen, und die auch wirklich so die Sonnenwende dort eben feiern wollen. Und die berufen sich auch oft auf den Kult der Druiden, wobei eben nachweislich Stonehenge in der Zeit, in der die Druiden aktiv waren, also die keltischen Priester, am wenigsten genutzt wurde. Da gibt es auch gar keine archäologischen Spuren, während es vorher und nachher da immer wieder menschliche Tätigkeit gab, aber zu dieser Zeit wurde es eben gar nicht genutzt. Und was eben auch interessant ist, so ein Objekt, was zum Sonnenaufgang der Sommersonnenwende funktioniert, funktioniert auch zum Sonnenuntergang der Wintersonnenwende. Und der ästhetische Blick bei Stonehenge, der ist eigentlich genau in die Richtung gerichtet, in der man den Sonnenuntergang der Wintersonnenwende beobachten kann. Also genau in die andere Richtung. Also da wurden zum Beispiel die Steine glatt behauen, während die in den anderen Richtungen eben ja, ziemlich grob nur behauen wurden. Also man kann schon davon ausgehen, dass es eigentlich ein Objekt der Wintersonnenwende war. Aber die Leute feiern eben den Sonnenaufgang der Sommersonnenwende, was bei dem Klima da oben in diesem Hochland eigentlich auch ganz sinnvoll ist.
Und es werden auch immer mehr prähistorische Kultplätze durch virtuelle Pilgerrouten, so will ich das mal nennen, im Internet verbunden. Also Plätze, die früher kulturhistorisch gar nicht so miteinander zu tun hatten, lassen sich heute recht leicht im Internet verbinden. Ein Beispiel ist dieses Projekt Empire of the Sun. Das wurde 2013 ins Leben gerufen und dient der Vernetzung von ausgewählten bronzezeitlichen Fundorten mit einer archäoastronomischen Bedeutung. Also Projektpartner dort sind Tanum in Schweden, Olsteret in Dänemark und Nebra. Ja, und das kennen Sie auch sicher die Objekte. Da gab es mal im Museum Halle eine Ausstellung, wo diese beiden Objekte im Original zu sehen waren, also dieser Himmelswagen. Himmelsscheibe von Nebra und in Schweden gibt es eben diese Feldzeichnungen, die auch eine kosmologische Bedeutung haben. Ja, aus diesen drei Phänomenen habe ich auch meine Forschungsfragen abgeleitet. Also, ich wollte wissen, warum wollen Menschen heute zur Sommersonnenwende bestimmte Orte aufsuchen und sich vernetzen? Warum nutzen Sie das Internet als Medium und welche Bedeutung hat die Vernetzung selbst für die Teilnehmer? Hier. Dieses gesamte Phänomen, auch was ich eben dargestellt hatte, ist bis heute weiter noch nicht erforscht worden. Also ich habe zumindest in Deutsch und Englisch auch keine Studien finden können, die sich direkt mit derartigen Vernetzungen beschäftigt hatten. War deshalb eben auch etwas Neues. Und ich habe, wie gesagt, die Teilnehmer und Organisatoren des Tags der Archäoastronomie im Jahr 2014 befragt und ihnen Interviews durchgeführt. Hier an der Karte sehen Sie mal, was von 2012 bis 2014 im Rahmen dieses Projektes schon passiert ist. Also die roten Punkte hier sind die, wo eine Online-Verbindung möglich war, also die konnte man alle dann auch im Livestream hier beobachten. Die blauen Objekte, da hatte man keine Online-Verbindung und da müsste dann hier auch Nebra sein, wo ich keine Internetverbindung bekommen habe. Und da wurde dann aber nach der Vernetzung wurde dann Bildmaterial zur Verfügung gestellt, das konnte dann auch in die entsprechenden Präsentationen und Filme mit eingearbeitet werden. Also sehen Sie, es war eine europaweite Vernetzung bis dahin schon. Ich will jetzt nicht auf alle Objekte eingehen. Hier ein Beispiel, das hat der Enrico Calzolari fotografiert in Italien und er nennt eben dieses Objekt Goldener Schmetterling. Das ist eine Felsformation bei San Lorenzo. Und hier haben wir einmal so einen M-förmigen Stein, wo zur Wintersonnenwende die Sonne durchscheint. Hier sieht man mal die Funktion dieses Objektes. Hier ist der M-förmige Stein, hier ist Westen, hier ist Osten. Und die Sonne fällt durch dieses Loch im Gestein und es kommt hier zu einer Projektion eines goldenen Schmetterlings. Hier, wie Sie sehen, das war zur Sommersonnenwende 2013, gibt es da auch immer viele Besucher, die sich dafür interessieren. Und dieser goldene Schmetterling, der kann auch so als Symbol des Sommers gesehen werden. Also mein Vater hat früher mal gesagt, wenn man den ersten Zitronenfalter sieht, dann ist Sommer. Ich weiß nicht, ob das hier in der Gegend auch so gesagt wird. Und wahrscheinlich wurde das früher von den Menschen auch so gesehen. Hier sieht man nochmal auch sehr schön, wie exakt dieser goldene Schmetterling zu sehen ist und der wandert dann eben auch über diesen Felsen. Ja, nun etwas zu meinen Untersuchungsmethoden. Also ich habe in Vorbereitung auf die Vernetzung eine Befragung durchgeführt. Ich habe dazu 16 Fragebögen in Deutsch und 8 in Englisch an Teilnehmer in 10 Ländern verschickt. Also es waren Teilnehmer in Österreich, Bulgarien, der Tschechischen Republik, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Spanien und in der Schweiz. Und dann war ich selbst Teilnehmer der Vernetzung. Also ich bin hier in der Sternwarte konnte dort hier mit den Leuten sprechen, konnte mir den Livestream ansehen. Ja, etwas über die Hälfte hat die Fragebögen in Englisch beantwortet.
Das zeigt also, dass das nicht nur ein Phänomen war, was in Österreich, Deutschland, in der Schweiz auf Interesse stößt, sondern auch in anderen Ländern. Und die meisten der Teilnehmer waren entweder Organisatoren an einem der Projekte, an einem der Objekte oder eben Organisatoren an der Sternwarte. So etwa ein Drittel hatte schon an der Vernetzung 2012 teilgenommen und an der Vernetzung 2013 war schon fast die Hälfte. Also war auch ein steigendes Interesse an dieser Vernetzung zu sehen. Und auch wieder etwa ein Drittel der Teilnehmer hatte schon an ähnlichen Veranstaltungen teilgenommen, die irgendwie so einen Bezug zu kosmischen Ereignissen hatten, bei anderen Vernetzungen. Also einer hat zum Beispiel Webcams in irischen Großsteingräbern installiert gehabt, um da die Sonnensonnenwende eben die Wintersonnenwende zu übertragen weltweit. Also es gab da schon bei den Leuten auch im Vorfeld schon ähnliche Interessen. Ja, dann kommen wir jetzt zur Motivation der Teilnehmer. Also alle hatten ein Interesse an Archäoastronomie. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil auch diese dritte Vernetzung nicht mehr Vernetzung prähistorischer Sonnenheiligtümer genannt wurde, sondern wurde Tag der Archäoastronomie genannt zum ersten Mal. Also in der Archäoastronomie waren 100% sehr interessiert, an Kosmologie 72%, an Archäologie 63%. Ja, Interesse an alten Religionen war schon etwas geringer und es war so gar kein Interesse zu merken, so an bestimmten spirituellen Ideen oder New Age Ideen, wie das eben die Teilnehmer in Stonehenge zum Beispiel zum großen Teil haben. Also das erste Ergebnis dieser Studie, das kam für mich sehr überraschend. Also Stonehenge, Avebury in England oder auch Megalithanlagen in Irland, die wurden in den letzten Jahren immer mehr als Kultplätze für die New Age-Bewegung wiederentdeckt. Und ich hätte da auch stärker mit einem spirituellen Hintergrund gerechnet. Aber dieser spirituelle Hintergrund, der war da gar nicht zu bemerken. Also anders als viele der Besucher von prähistorischen Kultstätten wie Stonehenge, waren die Organisatoren und Teilnehmer des Tages der Archäoastronomie kaum an spirituellen Ideen interessiert, sondern sie hatten vielmehr ein Interesse an der Archäoastronomie und was für mich auch sehr interessant war und überraschend, auch besonders an der Regionalgeschichte, also nicht Archäoastronomie an sich, sondern was ist hier in unserer Region an solchen Objekten zu finden. Dann zu der Motivation befragt, also die Mehrheit wollte auch den Tourismus in ihrer Heimatregion fördern. Viele wollten astronomisches Wissen verbreiten und hatten auch ein wissenschaftliches Interesse an diesen Objekten, also sowohl aus astronomischer Sicht als auch aus historischer, archäologischer Sicht. Und einige waren auch an der Publikation von Büchern und von ihren Forschungsergebnissen interessiert. Ja, weiterhin hätte ich gedacht, dass sich die Teilnehmer der Vernetzung sehr stark als virtuelle Gruppe verstehen würden, so wie die Online-Spieler zum Beispiel. Unser Sohn ist da bei seinen Spielen immer vernetzt und ständig da online unterwegs und kennt aber auch die Leute nur online. Aber das war hier nicht der Fall, sondern die Leute hatten sich auch über andere Kanäle schon kennengelernt, hatten auch auf andere Art Kontakt. Und das Internet wurde nur aus rein pragmatischen Gründen als Medium gewählt. Also es ist kostengünstig, es ist weit verbreitet, also bis auf, sagen wir, in Bulgarien gab es keine Internetverbindung und auf dem Mittelberg in Neva, aber die meisten anderen hatten eben die Möglichkeit, sich da zu vernetzen. Es ist relativ einfach zu nutzen, also kann fast jeder heutzutage mit umgehen. Und was ich sehr überraschend fand, also dass die Vernetzung selbst als Möglichkeit gesehen wurde, Objekte, die einmal Bestandteile einer paneuropäischen Kultur gewesen sein könnten, wieder zu verbinden. Und die meisten Beteiligten fühlten sich einer Kultur oder einer Zeit verbunden, in der es in Europa noch keine Grenzen gab. Und sie gingen davon aus, dass es einmal ein Europa gegeben hatte, in dem überall die Sonnenwende gefeiert wurde. Und diese prähistorische Kultur wurde von ihnen als ein Vorläufer des modernen Europas angesehen. Die meisten wollten Objekte in ihrer Region, die einmal Sonnenheiligtümer gewesen sein konnten,
einem breiteren Publikum bekannt machen und damit auch den Tourismus in der Region fördern, aber auch die Erkenntnisse, also astronomische Erkenntnisse. Haben wir ja gehört hier, wir hatten, glaube ich, noch fast alle Astronomie an der Schule, aber heutzutage haben das die Kinder nicht mehr und man kann ja anhand dieser Objekte auch bestimmte Sachen im Sonnenlauf eben sehr schön erklären. Und zumindest hier in der Oberlausitz ist das auch gelungen, also gibt dieses Konzept auf. Auf der Landesgartenschau in Sachsen 2014 gab es eine Ausstellung zu dem Thema Sonnenheiligtümer. Dann wurde in Bautzen so ein kleines Objekt nachgebaut, das Sonnentor. Dann gab es verschiedene Ausstellungen und Vorträge hier überall in der Lausitz. Und auch solche Tafeln wurden rund um den Kälberstein aufgestellt. Und oben auf dem Kälberstein gibt es dann auch eine Tafel, wo auch nochmal diese archäoastronomischen Zusammenhänge sehr schön erklärt sind. Und selbst in der Tourismusbroschüre Sachsen auf Seite 18 wurde auf die Sektion Archäoastronomie hier an der Sternwarte eingegangen. Und was eben auch diesmal neu ist, dass eben diese Sommersonnenwende jetzt auch einem breiteren Publikum bekannt gemacht wird, mit diesem astronomischen Sommerfest hier an der Sternwarte. Und die Tatsache, dass immer mehr Menschen in verschiedenen Ländern auf die Idee kommen, sich zur Sommersonnenwende zu vernetzen, dass sie Felsformationen in ihren Heimatregionen untersuchen, das lässt auch den Schluss zu, dass auch in Zukunft immer wieder solche Vernetzungen geben wird. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Michael? Micha? Also er versucht, hier Kontakt aufzunehmen. Totenstein bei Königstein, das ist doch Michael Förster. Den hast du ja erzählt. Ja, hier ist er ja. Gehabt. Hier ist er ja, aber er ist noch nicht, er hat kein weder Video an noch Ton. You see him? May you see Michael Förster? Yes, I see him. But it's not sunny actual in Germany, you know, it's rainy and cloudy and anything. There was a lot of rain in the last days. Micha is not has not any tone of. Yeah, Micha's still mute. Yeah. Yeah. Micha Förster has no connection. We didn't reach him,
via mobile phone because he has disabled it, whatever he has done. So hope that the Austrians will enter the meeting in nearly 8:15 normally. When's the sunset? Is a little bit different where the location is. Normally the Austrian are now 8:15, 8:20 or something else. No? Okay. Ja. Hallo, Herr Kappel. Ach, hallo, Herr Keller. Hallöchen. Hören Sie mich? Das sind zwei Menhire, zwischen denen die Sonne zur Sommersonnenwende untergeht. Und wir haben den Mond sehr schön im Hintergrund. Wenn Sie ihn sehen. Ja, wir sehen ihn. Es wird bald Vollmond. Und wir haben das voriges Jahr auch mit einer Drohne aufgenommen. Wenn ich da durchgehe. Ja. Da sieht man, da sieht man unten die Steinreihe, die da weggeht. Ja. Ja. Und diese Steinreihe weist eben genau zur Sommersonnenwendeuntergang. Ah ja, die May hat Deutsch gelernt und kann einiges verstehen zwischenzeitlich. Ja. Wirklich, Kompliment. Dann werde ich versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Kompliment. Wie viele Leute seid ihr denn da? Ja, gefühlte 100, aber in Wirklichkeit... Ja, circa 25. 25 sowas. 25 bis 30. Ja, der Rest ist nämlich drüben beim Picknickplatz. Der Rest ist schon am Picknickplatz und macht Sommersonnenwende. Genau. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, wir sind in der Live-Übertragung im Hörsaal. Wir hatten heute hier schon einige, ich glaube 100 Gäste und im Moment sitzen also ein Haufen Gäste im Hörsaal und wir übertragen dieses Meeting live in den Hörsaal, sodass alle mitschauen. Sie können also da die deutschen Astronomiefreunde da begrüßen. Ja, genau. Hallo. Das werden wir machen also hier. Ne? Ja, wir hatten heute auch eine Veranstaltung, Vortragsveranstaltung und es sind der Gutteil der Teilnehmer des Vortrags mitgefahren und wollen warten hier auf die Sonne, aber wir werden am Abend heute ein Pech haben wahrscheinlich. Ja, so der Mond ist aber gegenüber da und daher wissen man alle, dass es richtig ist also hier. Ne? Genau, es muss richtig sein, genau. Auf jeden Fall richtig. Das war die Astronomie im schnellen Durchgang, genau. Wenn der Mond gegenübersteht, ist man richtig. Glauben Sie denn, dass die Sonne noch kommt oder ist es hoffnungslos? Wir werden am Abend heute ein Pech haben wahrscheinlich. Ja, so das ist natürlich schade. Bei euch war sonst die Sonne immer gepachtet. Ja, wir haben das grundsätzlich reserviert, aber ich weiß nicht, woran es heute liegt. Zur Sommersonnenwende Vollmond, das ist sehr selten, sagt die May gerade. Und wir können da also auch erkennen, dass das genau passt, dass die Sonne jetzt heute Abend von der anderen Seite, also jetzt von unserem Rücken aus, da durchscheinen würde. Und wir haben gleichzeitig Vollmond. Dahinter haben wir ja schon die Steinreihe gesehen, die das Ganze also hier darstellt. Jetzt kommen die Leute nochmal da durch diese Zielmarkierung. Also. Ja. Herr Kappel, was ist das denn? Ja, das ist ein Wackelstein. Im Kultplatz hat man sehr oft Wackelsteine gehabt und da wurde ein tiefer Ton erzeugt und besser. Hören Sie es? Ja, ja. Das ist ja sehr erstaunlich. It sounds like a didgeridoo. It is a very deep tone. Wir hören die Drums from Austria. Ja. Yeah. Oh, yes. Ich mache einen Schwenk zu unseren richtigen Trommlern. Okay. This sounds a bit too heavy. Okay. Noch welche im Hörsaal überhaupt? Ja, der ist voll. Der ist voll. Da war drei, vier gekommen. Okay. Mhm. Diesen Bildern können wir uns verabschieden. Ja, danke fürs Mitmachen, Herr Kappel. Danke fürs Mitmachen. Herzlichen Dank an Ihr Team und alle, die mit dabei sind. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und tschüss. Jetzt. Jetzt sehen wir die Sonne hier. Oh, wunderbar. Kann ja schöner gar nicht sein. Das bisschen Sonne, was scheint, kommt da noch durch. Also großartig. Ralf, super. Oh.
Ja, fantastisch. Fantastisch. Ich kenne jetzt die Reaktion vom Publikum im Hörsaal nicht, aber hier am Bildschirm sieht es hervorragend aus. Also hier, liebe Gäste, haben wir hier den Sonnenuntergang der Sommersonnenwende plus minus 3 Tage. Also an unserem Torus Amboss hier in der Salza-Spremberg sehen wir hier Ralf Herold. Ich überträge das gerade live aus Güttlersbüschel. Wer danach fragt, in Salza-Spremberg und das Sonnenheiligtum mal sehen möchte, der braucht nur nach Güttlersbüschel fragen. Ralf? Ja, hallo. Du hast ein großartiges Bild, was du uns hier lieferst. Ja, das ist schön. Wir freuen uns auch, dass wir die Sonne sehen. Ja, wunderbar. Eben mal bei diesem schlechten Wetter. Ja, das Glück, das man braucht, um die Sonne mal zum richtigen Zeitpunkt zu sehen. Jetzt ist das Bild weg. Ralf, dein Bild ist weg. Ah, jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es wieder super da. Also schöner kann das gar nicht sein bei diesem vielen Regen, den wir heute hatten. Mit dieser Darstellung. Das ist im Moment also die Top-Darstellung, also die wir bei diesem Sommersonnenwende überhaupt haben. Wunderbar. Ralf, schöner kann es gar nicht sein. Kannst du noch was erläutern? Kannst du live was dazu sagen? Also das ist jetzt die zweite Sichtöffnung am Torus Amboss, an der steinernen Himmelscheibe von Neusalza-Spremberg. Erste der Höhle, die haben wir gesehen, und jetzt sehen wir die zweite in der hinter dem Steinkeil. Das ist der Gegenblick zum Sonnenaufgang der Wintersonnenwende. Hier sehen wir jetzt halt den Sonnenuntergang der Sommersonnenwende. Aber wir haben natürlich jetzt fantastische Bilder, die alle mitsehen können im Webstream. Liebe Gäste, also das, was Sie hier sehen, wird im Moment auch live gestreamt im Internet auf unserer Website sternwarte-soland.de. Machen wir jedes Jahr um diese Zeit, sodass man das, wenn man mal verhindert ist, auch da schauen kann. Also, man sieht uns gut. Also ich hörte gerade aus dem Raum Stuttgart, kamen die ersten Anrufe, dass man uns gut sehen kann und dass man die Dinge hier mitverfolgt. Ihr Hände, Ralf Müller, ich möchte euch hören, kriegen wir Kontakt miteinander. Wir haben schon eine Abmeldung vom Töpfer, das ist ein Unwetter, das ist, funktioniert gar nicht. Deshalb freuen wir uns über jeden, der mitmacht. Dankeschön. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo, ja. Hat das ja doch noch geklappt, so am letzten Drücker. Ganz genau, aber die Wolken scheinen zu Strich durch die Rechnung zu machen. Ja, das ist überall so. Wir hatten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet, bei uns in Neusalza-Spremberg am Torus Amboss einen sehr guten Sonnenuntergang, ganz kurz. Ich habe auch gerade große Überlegungsfahrt. Haben wir jetzt nicht gesehen, aber es gibt im Nachhinein bestimmt wieder ein Video, oder? Ja, wir machen ein Video, das ist wieder zu sehen sein. Und es war auch so, dass hier unsere May aus Dubai einen Vortrag über das Taj Mahal gehalten hat. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen konntet. Nein, das war sehr interessant. Das Taj Mahal ist nämlich auch gebaut. Wir haben diese Präsentation während dieser Live-Konferenz machen können, sodass alle das sehen konnten. Das haben wir mit reingeschnitten, es ist gefilmt worden. Und in dieser Präsentation sieht man, wie das ganze Taj Mahal angelegt worden ist mit astronomischen Details zur Sommersonnenwende, zur Wintersonnenwende, dass man alles das genau sehen kann, wie die Gärten, die Türme da angelegt sind, auch mit dem Zentrum des Gebäudes. Das war äußerst interessant, war das also hier. Ne? Das glaube ich. Ne? Ja. Ja gut, aber leider sehen wir bei euch jetzt keine Sonne mehr. Wo wäre denn der Zielstein, dass die Leute den mal kurz sehen? Ja. Also nur zur Information, bei uns ist der Hörsaal voll Gäste. Alles, was Sie jetzt senden und da noch an Informationen loswerden können, sehen eine Menge Leute. Können Sie das erläutern noch? Also ich sehe, die Sonne kommt von rechts rein. Genau, die kommt von rechts, aber leider hat die sich jetzt hinter der Wolke versteckt und dann wird das dies ja genau der gleiche Ausfall wie vorher. Ja, okay, und dann ist die Sonne zu sehen auf dem linken Stein oder so etwas, ne? Die genau, also, genau. Okay, May, in English, what you see is here the daylight or the shimmery light from the right side. Normally, if
sun solstice is in process. It will be shine in this what is it? Rim, like a rim in a stone, yeah. Like a rim in the stone, and that is always only on summer solstice on this time here. No? But today is no sunshine here also in that area, so we have only rain and. Now connection is coming, but no optical result, only from last year or from year before. Mm. Okay. Dann haben wir alle, die dabei sein konnten, jetzt dabei gehabt. Herr Kaltenbrunner, gibt es noch was zu erzählen? Ja, danke auf jeden Fall fürs Teilnehmen, auch wenn es nur ein paar Bilder waren und wenig Sonne, macht aber nichts. Ne? Wir müssen ja, das irgendwann schaffen wir das mal. Das kriegen wir schon hin. Okay, also dank an den Opa auch. Ne? Wir haben ja noch eine Weile aus, vielleicht haben wir doch noch eine kleine Chance. Ja, dann aber bitte mit Filmen oder Fotos machen, die wir dann zugeschickt bekommen. Okay, ja, gut. Dann machen wir das auch. Gut, ja. Okay, dann danke und bis zum nächsten Mal. Ne? Super, tschüss. Ja. Okay.
Berauschende Seligkeit.